Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, als allererstes möchte ich euch ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2017 wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut in dieses Jahr gerutscht. Ja, wie ihr an dem Titel bereits erkennen konntet, möchte ich euch meine allerersten 5 gelesenen Bücher präsentieren. Dabei handelt es sich um Bücher, die ich im November, im Dezember und auch ein Buch, was ich jetzt im Januar schon beendet habe. Genau, der eine oder andere wird sich sicherlich fragen, warum ich mich gegen den Monatsrückblick entschieden habe, beziehungsweise keinen Monatsrückblick drehen möchte, beziehungsweise ich mich gegen den Monatsrückblick entschieden habe. Ich denke einfach, dass für mich es für mich einfacher bzw. besser ist, wenn ich euch in kleinen Paketen euch immer zeige, was ich gelesen habe, anstatt im Monatsrückblick. Das basiert einfach auf der Tatsache, dass ich vermute, dass ich nicht immer die Zeit habe, zeitnah am Ende eines Monats die gelesenen Bücher zeige und ich so einfach entscheiden kann, beziehungsweise es mir besser einteilen kann, wann ich euch meine gelesenen Bücher, beziehungsweise wenn ich das Video drehen möchte und wann ich es dann hochstellen möchte. Und der zweite Grund ist, es gibt einfach aus Zeitmangel manchmal Monate, da habe ich vielleicht nur 1 oder 2 Bücher gelesen und ich finde es dann weniger produktiv, wenn ich euch halt nur 2 Bücher in die Kamera halte, beziehungsweise fände ich es nicht sinnvoll, euch nur eine wenige Anzahl, beziehungsweise nur 2 Bücher in die Kamera zu halten oder sogar Monatsrückblicke zusammenzufassen. Und ich denke einfach, dass wenn ich euch kleine Häppchen, also immer wieder 5 Bücher zeige, habe ich für mich und ich denke auch für euch den optimalsten Weg gefunden, euch meine gelesenen Bücher zu präsentieren. Endlich zu meinen gelesenen Büchern zu kommen, möchte ich euch nun mein allererstes Buch zeigen. Hierbei handelt es sich um den Augustus von John Williams aus dem DTV Verlag. Hierbei verfolgt man bzw. erlebt man mit Hilfe von Briefen, Tagebucheinträgen das Leben des Augustus aus Sicht von seinen Freunden, Bekannten, Familienangehörigen und auch Feinden. Ja, mir hat das Buch im Wesentlichen sehr, sehr gut gefallen. Und falls ihr mehr von meiner Meinung wissen wollt, ich habe zu dem Buch bereits eine Rezension gedreht und ja, genau. Schaut doch mal vorbei, wenn ihr gerne mehr von meiner Meinung erfahren wollt. Bei dem zweiten Buch, welches ich jetzt gelesen habe, handelt es sich um Unterleuten von Juli C. aus dem Luchthander Verlag. Und zwar erhält man hier Einblicke in das Leben eines Dorfes und welche Konsequenzen sich daraus ziehen, wenn sich bestimmte Sachverhalte in dem Leben eines Dorfes oder in dem Leben der Dorfbewohner mit sich bringt. Ja, man bekommt hier verschiedene Einblicke, sowohl in das Leben der verschiedenen Dorfbewohner, aber auch auf die Blickwinkel der verschiedenen auf eine Situation der verschiedenen Dorfbewohner. Ja, mehr möchte ich euch eigentlich gar nicht verraten bzw. vorwegnehmen, weil ich denke, dass es bei diesem Buch sehr, sehr wichtig ist, dass man voreingenommen und ohne viel Vorwissen in dieses Buch eintauchen kann, um ja, bestimmte Aha-Effekte zu haben bzw. um die Möglichkeit haben, auch für sich einen eigenen Standpunkt zu finden und um über bestimmte Dinge nachzudenken. Meine Meinung und meine Kritikpunkte zu diesem Buch werde ich euch in einem Extra-Video noch einmal näher bringen. Und so viel sei vorweg gesagt, dass ich dieses Buch mochte. Ich mochte es sehr und ich habe es auch sehr gerne gelesen und ich kann es auch eigentlich nur empfehlen, ohne das eigentlich. Und ja, aber meine Meinung zu diesem Buch, meine genauere Meinung, werde ich euch in einem extra Video
noch einmal mitteilen. Als nächstes habe ich dann gelesen, kann man jetzt nicht direkt sagen, aber ich habe mir den Bildband angeschaut, und zwar handelt es sich hier um Hass ist krass und Liebe ist krasse von Barbara. Viele kennen sie vielleicht schon von Facebook, da postet sie auch in regelmäßigen Abständen Bildern von ihren Sprüchen, so wie es halt hier schon in dem Cover ist. Und ich finde, dass die Künstlerin Barbara auf ihre Art und Weise einen Weg gefunden hat, gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und all diese Themenschwerpunkte sich dazu zu äußern. Ich kann euch Barbara wirklich nur empfehlen. Hierbei handelt es sich um ihr zweites Buch, und ich werde mir, denke ich, auch bald nochmal ihr erstes Buch zulegen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber ich glaube schon, dass sie ein erstes Buch schon herausgebracht hat. Ja, genau. Wenn ihr euch interessiert, dann schaut euch doch einfach mal erstmal auf ihrer Facebook-Seite um, und vielleicht unterstützt ihr sie ja dann in ihrer Arbeit, und ich kann euch dieses Buch wirklich nur ans Herz legen. Ja, als nächstes habe ich mir dann ein Sachbuch vorgenommen, was schon eine ganze Weile bei mir im Regal steht, ungelesen, und ich dachte, jetzt wird es endlich mal Zeit, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Und zwar handelt es sich hierbei um Mich hat Auschwitz nie verlassen, Überlebende des Konzentrationslagers, Berichten von Susanne Bayer und Martin Dörri. Und zwar berichten hier 15 Zeitzeugen, wie sie Auschwitz überlebt haben. Und jede Person hat so ungefähr, 10-15 Seiten, und sie berichten, wie sie Auschwitz erlebt haben, wie sie es überlebt haben und wie sie heute damit umgehen. Mich hat dieses Buch sehr bewegt, und ich denke, dass ich euch über dieses Buch nochmal eine eigenständige Rezension drehen werde, beziehungsweise meine Meinung zu dem Buch euch mitteilen werde, obwohl ich immer finde, dass bei solchen Büchern immer die Meinung ein bisschen in den Hintergrund rückt, sondern euch das Buch noch einmal genauer vorstellen werde. Ja, aber vorweg so viel sei gesagt, ich kann euch dieses Buch nur empfehlen und lege es euch daher ans Herz, und vielleicht schnuppert ihr einfach mal rein. Noch meine Kamera ausgegangen, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch doch gerne noch das fünfte Buch präsentieren. Hierbei handelt es sich um meinen dritten Roman des Autors John Williams, und zwar um Butcher's Crossing. In diesem Roman verfolgen wir den Protagonisten Will Andrews, welcher sich auf die Reise nach Butcher's Crossing bzw. auf die Reise zu einer Jagd begibt. Und welche Erfahrungen er dabei durchlebt, beziehungsweise welche Hindernisse und welche Gegebenheiten er überwinden muss. Von allen drei Romanen, welche ich bereits von John Williams gelesen habe, beziehungsweise hat mir Butcher's Crossing am wenigsten zugesagt. Das liegt an der Tatsache, dass es für mich teilweise sehr, sehr langatmig war und streckenweise auch sehr vorhersehbar. Was für dieses Buch wirklich spricht, sind seine Wortgewandtheit, seine unglaublich tolle Beschreibung der Landschaft und das Hineinziehen in die Gegebenheiten. Das spricht für John Williams, und ich bin aber sehr, sehr froh, dass ich nicht mit diesem Buch begonnen hätte, weil ich befürchte, hätte ich mit diesem Buch begonnen, dann hätte ich die anderen beiden Bücher, denke ich, nicht mehr gelesen. Wer aber auf den Wilden Westen steht oder einfach mal schauen möchte, ob diese Art von Bücher etwas für einen ist, dann kann ich dieses Buch dennoch empfehlen, und
Falls ihr mit dem John Williams beginnen wollt, dann würde ich euch ebenfalls raten, mit dem Stone oder dem Augustus zu beginnen und diesen Roman vielleicht als letztes zu beginnen, als letztes zu lesen. Genau. Ja, das soll es nun von mir gewesen sein. Wenn ihr eins der Bücher kennt und gerne darüber diskutieren wollt, dann wisst ihr ja bestimmt bereits, dass ihr gerne unten einen Kommentar hinterlassen könnt und wir über das jeweilige Buch diskutieren. Genau. Ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und ich hoffe bald, bis zum nächsten Video. Ja, bis dahin.